So, ich bin jetzt hier in der RB Leipzig Zentrale und habe die Chance, mit einem waschechten Fußballprofi zu trainieren, und zwar mit Marcel Halstenberg. Und ich bin echt gespannt, was er mir alles zeigen wird. Ah, da ist Marcel auch schon. Hallo! Hallo! Hallo Marcel. Anne, hi. Du wärmst dich gerade schon ein bisschen auf. Genau, richtig. Und ich bin mal gespannt, was hast du für mich vorbereitet? Ja, vorbereitet. Wir sind ja in der Reha bei mir im Moment. Und der Frank Rosner, mein Reha-Therapeut, wird uns ein paar Übungen vorgeben, die wir dann absolvieren werden. Ich denke, es geht heute gleich raus in den Sandkasten und dann gucken wir mal. In den Sandkasten, damit kann ich jetzt noch gar nichts anfangen. Hi. Grüß dich. Hi. Also, Hallo. Frank. Hi, Anne. Hi. Reha-Therapeut von mir. Der begleitet mich jetzt die ganze Zeit und macht ein schönes Training mit uns. Okay, da bin ich mal gespannt, was du hier so aufgebaut hast. Sieht ja schon sehr spannend aus. Ich glaube, du fängst mit Marcel an und zeigst mir, glaube ich, wie das so funktioniert, oder? Ja, genau. Beim ersten Teil kannst du direkt mitmachen, das ist Aufwärmen. Ja. Kannst du direkt mitmachen, beim zweiten Teil wechseln wir uns dann ab. Okay, machen wir es so. Ja. Super. Stellt euch hier auf, nebeneinander, könnt ihr gut mitmachen, ich mach's vor. Erste Seite, geht runter, hier hochziehen. Also die ersten zwei, eigentlich die ersten vier Wochen ging es erstmal darum, ein bisschen Ruhe reinzukehren, und dann haben wir, glaube ich, sechste Woche so langsam angefangen, ein bisschen Bewegung, weil da gerade am Anfang ging es darum, Streckung und Beugung wieder reinzukriegen, und im Moment ist es eigentlich ganz gut. Okay. Gibt es da irgendwas, auf was ich achten soll? Nee, also wichtig ist, dass du groß bleibst, ja. Also nicht den hier, ja. Sondern dass du groß bleibst, Kopf ist oben im Himmel und dann vorwärts. Schön in Boden arbeiten, genau gegen meinen leichten Widerstand. Wichtig ist, dass du hier tief bleibst und dich mit dem linken Bein, dass du den Boden unter dir wegdrückst. Genau, und bleib tief, also nicht. Ja, okay, die ganze Zeit. Genau, bleib tief und drück den Boden in meine Richtung. Warte. So, jetzt. Jetzt geht's. Und go. Wie gehen die Hände so? Ja. Genau. Jawohl, drück den Boden weg. Gut. Man darf nicht vergessen, nicht den Atem anhalten, wenn man sich so konzentriert, oder? Mit der Landung ist es auch machen. Ja, mach ich mal. Komm. Okay. Du läufst so ein V hier, kannst du dir am Boden vorstellen. Und am Ende von dem V bleibst du kurz stehen, kommst zurück. Machst hier so einen flachen Abschluss. Das ist super Gerät auch. Also ich finde das voll interessant für die Stabilisierung und so. Ja. Das ist so ganz andere Muskulatur, glaube ich, die beansprucht wird. Wichtig hier außen ist, dass du hier nicht, wie wir schon mal gemacht haben, nicht weich wirst bei der Landung, sondern stemm dich hier rein, so wie wenn du einen Richtungswechsel Gegner ausspielst, und dann kommst du wieder zurück. Okay. Orientierst dich, wo ich bin, Ballannahme, wieder die zwei Hütchen, wieder die zwei Tore durchspielen, nächstes Hütchen bis vier Hütchen ab. Und nach den zwei jeweils den Pass zum Mädchen. Willst du auch mit Ball arbeiten oder ohne? Das ist ein bisschen peinlich. Eventuell treffe ich jemanden, den ich treffen soll. Aber ich kann es ja probieren. Ja, dann lassen wir das. Dann gehen wir gleich in Gefahr. Dann gehen wir gleich ins Sand. Ja, jetzt müssen wir es ja ausprobieren. So, wir sind mit der Aufwärmeinheit fertig und Marcel und Frank bereiten sich schon in der Sandgrube vor für
eigentlich das, was, ja, was mich noch weiter fordern soll. Und ich bin mal gespannt, ob ich das alles so hinbekomme. Ist alles schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal so Stabi und vor allem Fußball gemacht habe. Oder gespielt eher. So, und da sind sie schon dabei. Marcel schon fleißig. Und das ist die Sandgrube. Die Idee ist hier, dass du auch wieder wie dort nicht tief landest, ja, sondern hier. Ja. Weil wenn du zu tief landest, kommst du nicht mehr weg. Ah, okay. Also, deswegen land leise wie eine Katze. Zack. Mhm. Und dann gehe ich zum Beispiel dahin. Ja. Sidestep. Kurz stehen und Pause erstmal. Zack, du gehst weg, innen, drehen. Ja, aber schau, dass du hier nicht den machst, ja, rüberschwimmst, sondern stehst und hier schöne Körperspannung. Okay. Hier ist es so, kommst du immer wieder in die Ausgangsposition zurück. Zack. Ich sag die Farben. Hier gießt du runter. Ansonsten stemmst du nur an und berührst es ganz leicht. Blau. Rot. Weiß. Gelb. Blau. So mal. Gut. Oh. Ah, nicht verkehrt. Ich bin ja gerade wild geworden. Hier kleine flache Bewegungen, Antritt, zurückgehen. Jawohl, so, genau. Geschafft! Ja! Oh nee, ich glaube, drin geht's noch weiter. Hier richtig den Boden hinter, ja, dir wegdrückst, das ist richtig kraftvoll. Hier richtig, richtig schön streckt. Ich glaube, ich habe immer so ein bisschen Angst, ja, ein bisschen zu rutschen, ja, aber schau, dass du nicht auf den Boden läufst, okay, sonst hast du, ja, nicht genügend Kraft, okay, zum Abdrücken. Also stell dir vor, du schiebst den Boden hinter dir, okay? Ja. Ja, aber genau. Neue Booty-Übung. Was ist denn das alles? Natürlich Körperspannung und. Ja, Körperspannung, dann natürlich spezifisches Training für die Laufmuskulatur, für die Vortriebsmuskulatur und einfach ganz spezifisches Krafttraining für die untere Extremität, für die Beine. Fangen wir erst tief an. Fangen wir unten an. Ja. Also nee, schon den Fuß hoch, aber knie dich erstmal hin, dass du eine Position erstmal findest. Genau. Ja. Aber hast du schon mal gemacht, die Übung, oder? So die Übung habe ich schon mal gemacht, aber so was Cooles haben wir nicht, sondern wir legen es dann hinten auf die Bank und es ist natürlich Bank, ja. Genau, aber ich finde das nicht so angenehm wie das. So Marcel, das war jetzt echt cooles Training, aber ich glaube, wenn man normal im Kader trainiert, dann trainiert ihr ein bisschen anders, oder? Mhm, genau, da wird halt mehr der Fokus auf den Ball gesetzt, bist öfter auf dem Platz, taktische Komponenten kommen halt mit rein ins Mannschaftstraining. Und ja, heute haben wir eher das Reha-Training gemacht, viel Krafttraining gemacht, wenig mit Ball. Und ja, so sieht es erstmal aus, jetzt die nächsten Wochen nochmal. Genau, bis die Saison quasi wieder beginnt, oder? Genau. Also wann beginnt die Saison? Ja, steht jetzt noch nicht fest, da wir ja die Qualifikationsrunde spielen müssen, weil Frankfurt gewonnen hat. Aber ich denke mal, Anfang Juli werden wir wieder zusammenkommen, das ganze Team. Und dann geht es erstmal läuferisch wieder ein bisschen Ausdauer zu bekommen und dann auch am Ball wieder zu kicken. Ja, dann Marcel, vielen Dank, dass ich einmal so mittrainieren durfte. Ist natürlich auch nicht selbstverständlich in den heiligen Hallen hier und hat mir echt viel Spaß gemacht. Hat mich auch ein bisschen an meine Grenzen gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur mit dem Fußball, sondern auch darüber hinaus. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg in deiner Karriere natürlich. Vielen Dank. Und noch viel Spaß. Super, danke. Tschüss. Ciao.